Waldadler, letztes Pferd in der Startbox zum Fürstenberg-Rennen 2024. Und Boxenlauf an der 2400 Meter Startstelle. In perfekter Linie sind sie abgesprungen. Guter Start von Artoso, auch Samarco, Lipsprints und Tünnes an der Innenseite mit gutem Start und mit einer vorderen frühen Position. An der Starke guckt hier ein bisschen nach außen, geht ein anderer. Ja, Lipsprints hat sich die Spitze gesichert. Lipsprints vor Artoso, vor Tünnes mit Waldadler außen in dritter Spur an vierter Stelle vor Samarco. Innen daneben dann Best of Lips vor Mr. Hollywood, vor Argentum und Saludos an letzter Position. So haben sie ihre Position im Rennen gefunden. Voraus im Durchausbogen bleibt Lipsprints. Lipsprints jetzt vor Waldadler. Waldadler macht das jetzt noch ein bisschen schneller, drückt ein bisschen auf Lipsprints. Lipsprints bleibt an der Innenseite aber voraus. Zweites Pferd in zweiter Spur, Waldadler. Dahinter dann Tünnes an dritter Position innen. Wir sehen Artoso an vierter Position in zweiter Spur vor Best of Lips, außen flankiert von Samarco. Dahinter dann Mr. Hollywood außen innen begleitet von Argentum und Dreifillingen Abstand bis zu Saludos an letzter Position. So sind sie 1500 Meter vom Ziel entfernt im Fürstenberg-Rennen Mitte gegenüber jetzt angekommen. Und die Spitze bei Lipsprints und René Koplik. Lipsprints führt vor Waldadler, dahinter Artoso außen in dritter Position, vor Tünnes innen. Der Favorit an dritter, vierter Position. Nächste Pärchen Best of Lips mit Samarco außen daneben. Dann außen Mr. Hollywood, vor innen daneben Argentum, dicht auf, aber auch Saludos. Die Kandidaten sind relativ dicht beieinander im Fürstenberg-Rennen. Sie sind im letzten Drittel der Gegenseite angekommen. 1000 Meter noch bis zum Ziel. Lipsprints mit der Führung. Lipsprints hat es ein bisschen ruhiger gemacht vor Waldadler, vor Tünnes. Artoso, viertes Pferd, vor Best of Lips, vor Samarco. Dahinter dann Argentum, vor Mr. Hollywood und Saludos an letzter Position. Im Moment keine Veränderungen im Rennverlauf. Der Dreibitzer Bogen ist erreicht. Lipsprints mit der Führung. Lipsprints vor Waldadler, vor Tünnes. Dahinter sehen wir Artoso vor Best of Lips. Dann Samarco vor Argentum mit Mr. Hollywood und letztes Pferd ist Saludos. So geht es in wenigen Augenblicken in die Zielgerade hinein im Fürstenbergrennen 2024. 550 Meter noch bis zum Ziel. Und Lipsprints hat die Führung. Lipsprints, anderer Starke, nutzt in die Open Stretch mit Tünnels. Dahinter dann Best of Lips in der Bahnmitte, greift Waldadler an. Dort kommt auch Artoso, weiter außen auch Samarco. Vorne ist Lipsprints gestellt, ganz innen von Tünnels. Dann sehen wir mehr in der Bahnmitte Lipsprints, weiter außen Waldadler. Jetzt kommt auch Mr. Hollywood, ganz außen ist Samarco zu sehen mit Artoso. Endkampf hier zwischen einigen Pferden. An der Innenseite ist jetzt Tünnels voraus vor Best of Lips. Tünnels, Best of Lips, dahinter Mr. Hollywood mit seinem Angriff vor Samarco. Vorne ist Tünnels, Tünnels vor Best of Lips und Mr. Hollywood. Tünnels, Best of Lips, Mr. Hollywood, Tünnes oder Best of Lips, Zielfoto vielleicht Best of Lips vor Tünnes, dahinter dann Mr. Hollywood, aber es war ganz knapp, dann vierter Argentum vor Samarco, vor Lipsprints, vor Waldadler, Artoso und letzter ist Saludos. Zielfoto im Fürstenbergrennen zwischen Best of Lips und Tünnes.